Eltern, Großeltern, Tanten, Onkels, Verwandten, habe ich was vergessen, Omas, Opas und alle, die da sind. Herzlich willkommen zu unserem Theaternachmittag mit Lolli, Molly und das lila Krokodil. Theater. Sie machen seit wie vielen Jahren jetzt Kindertheater? Seit 1978. Und wie sind Sie darauf gekommen überhaupt? Nur weil ich als Kind schon Stücke geschrieben habe und als Kind schon, mit 12 Jahren hatte ich schon mein eigenes Kino. Wow. Und ich habe für die Nachbarkinder schon immer Theater gespielt, also Puppentheater hauptsächlich früher gemacht. Das ist ja, eigentlich ist dieses Jahr ja ausnahmsweise mal wieder etwas für kleine Kinder. Die anderen Lolli-Molli-Stücke, das sind ungefähr 12 Stück, die ich geschrieben habe, sind ausschließlich ja, wird ja von Schauspielern gespielt. Hm. Und das ist ja reines Puppenstück. Und das ist, haben wir deshalb gemacht, weil wir wegen der Corona-Geschichte wir kein Theater spielen konnten. Und dadurch sind ja auch die Schauspieler. Und das Publikum ist durch die Bühne, durch die Puppenbühne ja geschützt. Hm. Und da haben wir gedacht, wir machen Puppentheater, denn da sind die Schauspieler nicht so dicht mit den Zuschauern zusammen und mit der Infektion und so weiter. Aber mittlerweile ist das ja alles überholt und hat sich ja alles ein bisschen, Gott sei Dank, jetzt normalisiert. Wir fangen ja alle als Kinder hier an und bleiben dann bis 40 Jahre hier. Oder sie werden früher weggeheiratet oder oder ziehen weg. Aber sie bleiben alle meistens. Und die Puppenfiguren, die wir jetzt sehen, sind die auch 45 Jahre alt? Ja, die werden auch aufgearbeitet immer, nicht? Also teilweise werden die auch umfrisiert und umgebaut mit den Kostümen. Aber es sind auch alles alte Puppen. Ich habe Hunger! Ich habe Durst! Wo bleibt meine Cola? Wo bleibt meine Wurst? Bärbel hat immer den gleichen Spruch. Ich habe Hunger, ich habe Durst, ich bleibe meine Cola, ich bleibe meine Wurst. Kinder sind ja die Zukunft unseres Theaters. Mhm. Und die Großeltern, die hier sind, heutzutage mit ihren Kindern, Enkelkindern quasi, die waren schon damals als Mütter mit ihren Kindern hier. Und viele, die Mütter sind, waren früher als Kinder wieder hier. Also, wenn man das so lange macht, das sind ja nun fast 50 Jahre, und da sind dann schon 2 Generationen, die da Lolli Molli gesehen haben. Jemand hat in die Gießkanne Salzwasser getan statt Zuckerwasser. Und hast du vielleicht was bemerkt? Nee, nichts gehört und nichts gesehen. Hab ganz fest geschlafen.